Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute präsentiere ich mal wieder zwei Aromen und zwar das ist grüner Tee, angemischt natürlich am 2.8. 8.2. Sorry, 8.2. Grüner Tee. Ja. Schmeckt wirklich richtig extrem nach dem grünen Tee, ganz ehrlich. Aber, naja, es ist Geschmackssache, natürlich. Es schmeckt gut. Man kann es dampfen. Der, wo es richtig gerne liebt oder mag, gerne. Das ist das erste Mal mein grüner Tee, wo ich jetzt dampfe, wo ich probiere. Ich dampfe es auch, jo, aber nicht liebend gerne. Also das ist eins, wo ich definitiv sagen würde, nie im Leben würde ich das auf Dauer dampfen, mal vielleicht im Tröpfler mal ein bisschen oder so. Ja, aber auf Dauer mal einen Tag über oder mal ein, zwei Tanks, nein. Dafür schmeckt es mir selber, ich rede immer für mich selber, mir rein theoretisch nicht so gut. Ich mag das nicht so, das grüne Tee. Mir schmeckt es einfach nicht so, andere lieben es wieder. Aber man kennt das grüne Tee, den grünen Tee kennt man vom Lidl oder so, vom Aldi. Kommt wirklich an diesen Tee ran vom Lidl oder vom Aldi. Wer es mag, top zum Empfehlen. Ich selber mag es nicht so. Ich dampfe es, aber nicht, dass ich es jeden Tag dampfen würde. Oh, lieben gern nicht reinlegen. Nein, das tue ich nicht. Das mag ich nicht. So, und dann kommen wir zum zweiten. Das ist Kaugummi, Gamit. Das hat sich dann leicht verfärbt, wie man sieht. Riechen extrem nach dem Kaugummi. Jetzt werden wir sehen, ob das an diesem Kaugummi rankommt, wo ich meine. Ein bisschen anziehen lassen. Ja. Es schmeckt echt nach so einem Pfefferminz-Kaugummi. In meinem Empfinden natürlich. Ich rede immer nur von mir. Das ist, ihr kennt doch die Kaugummistreifen, das sind glaube ich 8 oder 10 Stück drinne. Da gibt's die grüne Packung und die weiße Packung. Manche sagen wiederum, es kommt zu dem grünen Kaugummi ran von den Streifen von der Packung. Ich sage von mir aus wieder, es kommt mehr an diese weiße Kaugummistreifen ran. Ja, nochmal nachtröpfeln. Dosierung mit 5%. Auch 8.2 angemischt. Ja, also
lieben gerne, also auf Dauer dampfen, jein. Mal hin und durch, mal ein, zwei Tank, jeden Fall würde ich. Aber was ich sage, gleich wiederum, wenn man erkältet ist, zum Beispiel jetzt ich bin jetzt leicht erkältet, hört man vielleicht auch an meine Stimme, tut mir leid, Leute, sorry dafür. Und natürlich Schnupfen, sorry, tut mir echt leid dafür. Aber für die Erkältungszeit oder jetzt, wo die Grippe rumläuft oder man die Grippe hat, echt geil. Er hat halt kein Colada oder so drinne oder kein Menthol, aber dieses Pfefferminz, ein Hauch von Pfefferminz, wo man merkt, dieses nicht dieses Extreme, wo gleich im Vordergrund ist. Im Vordergrund merkst du wirklich nur dieses Kaugummi. Aber im nach dem Abgang merkst du wirklich dieses leichte Pfefferminzgeschmack. Und das wiederum tut für deinen Hals gut. Und man macht auch die Nase und die Atemwege frei. Ich kann ja davon reden, weil ich ja erkältet bin. Also, beide Liquids oder beide Aromen, warte, werden wir gleich nochmal in die Kamera. Beide Liquids oder beide Aromen, wo man zum Liquid mischt, sind geil. Grüner Tee würde ich eher weniger dampfen, aber es ist nicht schlecht, man kann es dampfen. Dieses hier würde ich öfters dampfen, auch wenn man erkältet oder krank ist. Also wo Kaugummi-Liebhaber sind, wirklich geil. Ja, dann gleich mal vorweg. Ich hatte ja dieses 1, 2, 3 Liquid. Also bei 123liquid.com kriegt man die. Schwarze Kirsche geholt. Habe ich angemischt, habe ich reifen lassen, habe ich probiert. Leider war es noch vor der YouTube-Zeit. Und mir hat es wirklich gar nicht geschmeckt. Wirklich gar nicht. Ob 3%, ob 5% oder 8%. Mir hat es nicht geschmeckt. Ein Monat reifen lassen. Es hat für mich, mein Empfinden nach Spülmittel geschmeckt. So mal vorab, nicht das heißt immer, oh, warum sagst du, alle Liquids schmecken gut? Jetzt ist erstmal das Erste, wo ich sagen kann, es schmeckt nicht. In mein Empfinden, beim nächsten Video werde ich wieder eins präsentieren oder zwei präsentieren, Feedback geben und wieder eins, wo mir nicht schmeckt. So, das war's wieder mal von mir. Wenn euch das gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben. Und wer mich noch nicht abonniert hat, könnt mich gerne abonnieren, würde mich sehr drüber freuen. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß. Ich wünsche euch noch einen schönen guten Morgen, schönen Mittag oder schönen Abend oder eine gute Nacht. Man weiß ja nie, wann die Leute das Video schauen. Also bis dahin, viel Spaß, euer Dampfer Markus und tschüssi.